Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und nicht wundern, dass ich jetzt hier das Kommentiers-Gameplay benutzt habe oder sowas. Das soll jetzt einfach nur mal ein kleiner Witz sein. Lieber Krieger, falls du das hier siehst, ich mache nicht ernsthaft bei Kommentiers mit. Ich habe es schon mal gewonnen, ich mache nicht nochmal mit. Nicht, weil ich jetzt sage, boah, ich gewinne sowieso nochmal, aber ich bin schon bei Padawan dabei, das reicht mir vollkommen aus. Es sind einige wirklich coole Einsendungen bei Kommentiers dabei, da soll jemand anders als Gewinner gekürt werden. Ich dachte mir einfach nur, wenn der Krieger schon Gameplay hochlädt, in dem ich mitspiele, na dann nehme ich mir das Gameplay auch mal und dann, ja, kommentiere ich das auch mal eben kurz. Ich wollte euch erstmal ein fettes Sorry sagen. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt zwei verfickt endlos lange Wochen kein Video von mir gekommen ist. Es liegt einfach daran, ich habe momentan extremsten Stress gehabt. Ich habe jetzt noch Schulkram noch mit dazu bekommen. Ja, ist nicht ganz easy. Das ist jetzt hier am Rübekamp in Bremen. Wer auf die Schule geht, der kann da eventuell noch diese und nächste Woche mir noch über den Weg laufen. Da habe ich nochmal so ein bisschen Berufsschulkram und so ein Gedöns. Aber gut, das ist jetzt auch nochmal eine andere Sache. Ein Abonnent von mir ging auch bei mir in die Klasse. Ein paar haben jetzt noch von YouTube erfahren. Fanden sie ganz interessant. Fand ich ganz witzig. Aber gut, das soll jetzt auch nicht Thema sein. So, es geht nämlich jetzt darum, warum kam so lange kein Video? Das ist doch nicht nur wegen der Schule, Semtex. Du hast doch noch Nachmittagszeit. Du kannst doch Videos machen. Ja, ich kann auch Videos machen. Das Ding ist nur, ich habe noch eine Freundin. Und ich hatte jetzt Geburtstag gehabt am 2.10. Danke übrigens für die ganzen fetten Glückwünsche. Und am 1.10. hatten wir Jahrestag, da waren wir natürlich auch unterwegs. 20.09. hatte sie Geburtstag gehabt. Auch da danke für tausende Nachrichten, die ihr geschrieben habt. Und ihr zu gratulieren, sie hat sich tierisch drüber gefreut, die Überraschungsjungs. Die ist uns echt gelungen und eventuell auch die ein, zwei Mädels, die unter meinen Abonnenten mit dabei sind. Aber gut. Wollen wir jetzt gar nicht darauf eingehen. Mein Thema ist natürlich auch noch Padawan. Ich bin momentan, stecke ich ja bei Padawan im Finale. Auch dafür ein fettes Riesendanke an alle, die auch nur irgendwann mal eins meiner Videos geliked haben. Es ist auch brutal, die Diss-Runde, wie ihr die geliked habt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich hatte erst ein bisschen Angst gehabt, dass nachher die Yellowtricks-Fanboys oder so kommen und das Ganze zu Tode disliken oder so. Und ich habe auch nie damit gerechnet, dass es noch besser ankommen wird als das Comedy, was ja schon eine übelste Bewertung hatte. Aber dass die Diss-Runde, die hat ja so ziemlich alles zerstört, was jemals irgendwie existiert hat. Ich muss sagen, als Padawan angefangen hat, hätte ich niemals damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Natürlich habe ich es mir gewünscht ohne Ende. Ich glaube, jeder, der dabei war, hatte tierischen Bock drauf, das Ganze zu gewinnen, ins Finale zu kommen oder zumindest so weit wie möglich dabei zu sein. Aber ich habe mir die Konkurrenz angesehen. Rebits ist wirklich ein sehr, sehr guter Kommentator und eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Das sage ich gar nicht. Genauso Majestical habe ich auch als sehr, sehr starken Konkurrenten angerechnet, auch imposant. Es sind wirklich einige wirkliche Karäter dabei gewesen, wo ich mir gesagt habe, wenn das mal was wird, Semtex, was machst du eigentlich hier mit den ganzen Top-Leuten? Und dann habe ich die Vorrunde super geschafft, mit Punktevorsprung und als Favorit ins Halbfinale gegangen, im Halbfinale jedes Video top abgeliefert, keine einzige schlechte Bewertung gekriegt, mit einem absoluten Mega-Vorsprung jetzt ins Finale. Gut, die Punkte kommen wieder auf Null, aber ich habe bisher kein einziges Video hochgeladen bei Padawan, das unter 90% Bewertung hat. Gut, die Vorstellungsrunde nehmen wir jetzt mal raus, weil die wird ja nicht bewertet. Aber alles, was gewertet wird, über 90% Bewertung und tonnenweise Bonuspunkte, das ist echt richtig, richtig heftig. Ich freue mich tierisch, dass ich so gut bei euch ankomme. Das macht mir tierisch Bock. Ich finde das Padawan-Projekt geil, aber man muss natürlich auch dazu sagen, es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Die Videos, auch wenn sie manchmal relativ easy wirken, nach dem Motto, oh hier, sieht ja so aus, hier, pff, Gameplay, ach, der setzt sich mal eben hin, labert ein bisschen, zack, zack. Es steckt meistens wirklich, also zumindest bei mir steckt wirklich viel hinter den Videos. Ich mache mir, bevor ich mich jetzt hier hinsetze und das Ganze in eins aufnehme und in eins durchschnacke, mache ich mir viele Gedanken, worüber ich erzählen kann, was ich so reden kann, wie ich es vor allem auch ausdrücke, um natürlich auch politisch korrekt zu klingen. Abgesehen jetzt von der Diss-Runde, die war nicht so ganz politisch korrekt. Ich möchte aber auch nochmal allen, wirklich jedem einzelnen Kommentator und Let's Player und jedem, der genannt wurde, für ihre Coolness danken. Ich meine, Killer Chris hat ja schon wirklich hart einen abgekriegt in dem Video. Und es war wirklich bei einigen, wo ich mir gedacht habe, es war im Nachhinein, da war die eine Zeile, der eine Satz vielleicht auch doch ein bisschen zu viel. Aber es hat sich niemand hinterher bei mir beschwert. Keiner kam jetzt bei mir an und hat gesagt, ey, Semtex, ey, finde ich jetzt voll scheiße von dir oder irgendwie sowas. Finde ich richtig cool, auch von Rebits. Ich meine, der hat ja auch ganz schön einstecken müssen, dass der auch das so cool hingenommen hat. Deswegen fand ich echt geil, der, ja, kam wirklich gut an. Ich war mir wirklich, wie schon gesagt, erst nicht ganz sicher, ob das Ganze jetzt wirklich die klügste Wahl ist, das zu machen. Ich hatte Angst, dass da wirklich viel gedisliked wird, aber es hat super geklappt. Ich freue mich tierisch. So, dann kommen wir jetzt auch mal zum nächsten Punkt, den ich auf meiner Liste habe. Nämlich der Fanart-Wettbewerb. Ab jetzt bis nächsten Montag. Nee, sagen wir mal Montag bis Sonntag. Sonntag, 23.59 Uhr.
ist absolut, absolut Ende und letzter Einsendetermin, an dem ich noch irgendetwas annehme. Alles, was danach kommt, egal wie geil es ist, es wird ignoriert, weil ich muss da jetzt langsam aber sicher ein Ende setzen. Es kommen immer noch Einsendungen. Finde ich auch geil. Das sind die Sachen bei aller Leute. Ich finde es Hammer, was ihr euch teilweise für Zeit nehmt und für Arbeit macht, um für mich ein geiles Bild oder sowas zu erstellen. Das finde ich richtig Hammer, muss ich sagen. Ich warte noch auf eine Einsendung. Jemand aus Bremen hatte mir gesagt, er wollte mir auf einer Leinwand noch was zusammenbasteln. Da hatte ich jetzt noch lange Zeit drauf gewartet. Der meldet sich aber irgendwie nicht zurück. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, eine Woche Zeit ist noch, wenn er es hört. Gilt auch für ihn, gilt für jeden. Pups, egal was ihr macht, aber dann ist vorbei. Dann werden die Gewinner gekürt, die werde ich ein Video fertig machen, da packe ich dann die Videos und die Bilder und was auch immer alles gewonnen hat, packe ich dann da rein. Können wir uns dann alles zusammen schön angucken und bla bla, die Kanäle werde ich unten rein verlinken, die Jungs kriegen auch mal eine kleine Dankeschön-Nachricht von mir und sowas. Das auf jeden Fall schon mal vorweg, dass ihr euch da schon mal drauf freuen könnt, und dann möchte ich schon mal gleich ankündigen, werde ich, sobald das Paravan-Projekt vorbei ist und vollkommen egal, ob ich gewinne oder ob ich verliere, das spielt absolut keine Rolle, ich möchte einen Wettbewerb starten für einen, da wird es einen einzigen Gewinner geben, Gameplay-General, nennen wir ihn einfach mal, nennen wir mal Gameplay-General. Und ich möchte mich in Zukunft mehr Gameplays von mir selbst zeigen, aber natürlich das, womit ich bei YouTube angefangen habe und wirklich viel gemacht habe, nämlich Abonnenten-Gameplays zu nehmen oder Gast-Gameplays zu nehmen, die einfach wirklich geil sind, die geil gerusht sind, geil gebasht sind, blablabla, habe ich auch noch Bock drauf. Und deswegen will ich mir einen wirklichen Zerstörer aussuchen. Klar, so ein paar Leute wie der Fettsack und der Tabak, die werden immer mal ihre Gameplays bei mir hochladen dürfen. Auch lieben gerne, weil die wirklich geile Gameplays haben. Aber ich suche noch jemanden neuen, und ich kann euch schon mal vorweg sagen, es wird in der ersten Runde, sag ich jetzt mal, in der Vorstellungsrunde, dürft ihr als Gameplay machen, was ihr wollt. Vollkommen egal, ihr dürft Modus spielen, den ihr wollt, ihr dürft Scores haben, wie ihr wollt. Ihr könnt sagen, ey, ich habe auf Moab versucht, ich habe auf Triple Moab versucht. Ihr könnt sagen, Moab war mir scheißegal, ich wollte einfach nur fett geil rushen und wollte in Herrschaft 6000 Punkte machen oder was auch immer. Ihr könnt auch sagen, ich wollte einfach eine geile Quickscope-Runde machen. Score ist nicht so klasse, aber dafür endgeil anzugucken. Und das Wichtige wäre mir nur, damit ich weiß, damit dieses Gameplay für mein Projekt, sag ich mal, erspielt ist, dass ihr euch, wenn die Runde startet, einmal im Kreis dreht. Ist ganz easy, ihr seht den Countdown, 5, 4, 3, 2, 1, und bevor ihr dann losrennt, einmal im Kreis drehen und loslaufen, dann weiß ich, alles klar, der hat mir jetzt in diesem Video zugehört und der hat das Gameplay für diesen Wettbewerb so gesehen erspielt. Ich werde dazu nochmal ein extra Infovideo machen, aber wer mir soweit zuhört, der hat dann schon mal die Info vorweg und kann sich vielleicht schon mal ransetzen und schon mal was vorbereiten, hat vielleicht schon mal einen kleinen Vorteil oder sowas. Das wollte ich euch schon mal einfach mal sagen. Sendet mir noch nichts ein, bitte, bitte wirklich noch nicht einschicken, behaltet das irgendwie auf eurer Platte oder sowas noch drauf. Es wird noch eine Weile dauern, bis der ganze Wettbewerb ins Rollen kommt, und dann könnt ihr mir die immer noch einschicken, weil, sehen wir es mal so, ihr schickt mir jetzt eine Videoantwort oder irgendwas, ich nehme sie an und alle sehen, dass ich, warte, 6, 7, 8 Videoantworten, alle drehen sich vor im Kreis und das scheint irgendwas zu sein und machen das dann auch. Damit versaut ihr euch nur euren eigenen Vorteil, den ihr jetzt quasi habt. So, und dann kommen wir auch mal zum nächsten Thema, und das ist mein Clan. Ich muss einmal sagen, ich bin tierisch stolz, ich bin fucking stolz auf meinen Clan. Ich muss sagen, für die PlayStation, jetzt mal, fangen wir mit PlayStation an, haben sich eine Menge saugeiler Leute gefunden, mit denen es tierischen Bock macht zu zocken, mit denen ich tierisch Spaß habe, was zusammen zu machen. Ich werde auf der PlayStation, jetzt abgesehen von mir und meinem Schützling, noch andere Admins, Co-Leader, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, ernennen, um einfach das Ganze noch ein bisschen besser zu verwalten. Aber es haben sich so geile Leute gefunden und teilweise mit Elite, teilweise ohne Elite, teilweise unter 14 und weiß ich was. Aber wir sind echt cooler, lustiger Haufen geworden. Es macht tierischen Bock, mit den Jungs zu zocken. Wir haben jetzt schon zwei schöne CW-Teams, machen auch schon CWs. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jeden CW gewinnen, das wäre übertrieben. Aber wir sind immer gut dabei. Wenn wir verlieren, verlieren wir nicht zu null. Also da verkaufen wir uns teuer. Und wenn wir da mal gewinnen, da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber und so. Und das ist schon geil, macht mir tierischen Bock. Die Xbox genauso. Die Jungs auf der Xbox kenne ich noch nicht ganz so gut, weil die Jungs einfach von Xbox selten auf dem Teamspeak sind. Für die Xbox wird auch noch gesucht. Also wenn ihr Premium habt, im Idealfall auch nicht unbedingt 12 Jahre alt seid und eine Xbox 360 mit Minimum NV3 habt, dann könnt ihr euch immer noch gerne für den Clan bewerben. Ansonsten bitte, bitte nicht mehr. Dann würde ich aber auch mal sagen, das Gameplay geht jetzt aufs Ende zu. Ich habe jetzt hier fast 10 Minuten durchgehend geschnackt. Sorry nochmal, dass so lange kein Video gekommen ist. Ich hatte einfach wirklich so viel Stress. Ich will schauen, dass ich dafür jetzt extra mehr raushaue oder wie auch immer ich das mache. Ich würde mal sagen, ein schöner Sieg, ein schönes Gameplay von Commander Krieger und natürlich auch wunderschön von mir erspielt. Ich bin ja hier nicht umsonst mit dem Scoreboard weiter oben gelandet. Das wollen wir auch nochmal eben sagen, weil ihr im Livestream erspielt. Ich würde mal sagen, Jungs, ich bin raus, euer Mr. Semtex.